Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Arena Battle 3 und damit auch willkommen zurück zu Kinetikins Run, bei dem es gerade ordentlich läuft. Denn er hat nicht nur mich besiegt, sondern auch im letzten Part Blocky und Kaitos, und damit hat er 3 Siege in diesem Run geholt und steht jetzt vor dem letzten Top 4 Mitglied, und zwar Lauris, demjenigen, gegen den er zuletzt verloren hat, der ihn aus dem ersten Run rausgehauen hat. Und jetzt wird es Zeit für die alles entscheidende Revanche. Wenn Kinetikin gewinnt, dann ist er beim Champ. Wenn er verliert, war es das für ihn im AB3, da ja jeder nur 2 Versuche hat. Es sei denn, man kommt im letzten Versuch zum Champ. Dann bekommt man nochmal einen Revanche-Versuch, aber das dann, wenn er Lauris bezwungen hat. Ansonsten wird es das für ihn gewesen sein. Deswegen, wenn Kinetikin hier nervös ist, absolut nachvollziehbar. Für Lauris geht es darum, die Ehre der Top 4 mal wieder zu retten. Bisher nur Lauris Siege eingeheimst. Da muss ich auch auf jeden Fall was dran ändern dann bei den nächsten Teilnehmern. Aber jetzt heißt es Daumen drücken, dass Lauris Kinetikin aufhalten kann. Es sei denn, ihr seid für Kinetikin, dann drückt ihr natürlich dem die Daumen. So, wir sehen Lauris mit einem Bronzong, einem Heatran, einem Klavion, einem Kapokime, einem Magierne und einem Sabayone. Das sieht insgesamt nach einem nicht ganz so starken Team aus wie das erste Team. Wir als Top 4 Mitglieder dürfen natürlich unser Team auch wechseln, gerade dann, wenn unsere Teams im AB revealed werden, könnt ihr sehr stark davon ausgehen, dass dann auch die Top 4 Mitglieder andere Teams verwenden werden. Einfach damit, ist ja doof, ne, wenn wir hier ein paar Sets von uns spoilern und ihr euch darauf vorbereiten könnt. Deswegen rechnet damit, dass da ein bisschen was anders sein könnte. Zumindest ein bisschen, ne? Vielleicht ist es auch mal dasselbe Team und dann sind es plötzlich andere Sets, also es könnten Fallen auf euch warten. Shiro hat sich dafür entschieden, folgende 6 Pokémon mitzunehmen, und zwar Zaplarang, Necrozma, Azumarill, Kamirobt, Apoqualypt und zu guter Letzt auch noch sein Shirox. Zu Hause geblieben ist, keine Ahnung, wie immer schlägt mein Gedächtnis zu und sagt mir, Bro, kein Plan, was zu Hause gelassen wurde. Er weiß es nicht. Er weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ja, das Team sieht grundsätzlich solide aus. Es sieht nicht nach einem super, super strongen Team aus, muss man sagen, wenn man sich so die einzelnen Charaktere anguckt. Aber Shiro hat es damit geschafft, 3 Siege zu holen. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier laufen wird. Tatsächlich der Patronenhieb, den Shiro so mit dabei hat, der ist gar nicht so gut, ne? Der trifft Bronzong nichts effektiv, Heatran doppelt nichts effektiv, Klavion und Kime und Magierna, obwohl es Feenmons sind, nur neutral. Und dann ist da noch Sabayone, was sehr effektiv getroffen wird. Aber ja, Patronhieb, ja, mal schauen, ob der so wichtig wird. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich würde sagen, wir springen rein in den alles entscheidenden Kampf. Zumindest erstmal den alles entscheidenden Kampf. Let's go. Lauris versus Kinetikin. Was wird passieren? Schafft es Kinetikin zum Champ? Oder scheidet er aus dem AB3 aus? Das und viel mehr wird sich jetzt in den folgenden 20, 30, 40, 50 Runden entscheiden. Mal sehen, wie viele es werden. Bronzong versus Zappelfil. Zappelphilip, der gute Alte. Der gute Alte Zappelfil. Ja, das ist erstmal ein solides Matchup. Er hat vorhin auf jeden Fall, also im letzten Match, hat er Walcha gespielt. Hier geht er direkt auf den Flammenwurf gegen Bronzong und das macht wow. Das macht nicht wenig Schaden. Könnte ein sehr offensives Set sein. Und Bronzong schon mal so hart anzudamagen, ist, denke ich, nicht verkehrt. Ich gehe sehr stark davon aus, dass jetzt ein Wechsel kommen wird, weil Ding Dong ansonsten sterben würde. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Ding Dong eine 50%-Beere trägt, irgendwann nochmal reinkommen könnte, dann triggert die wieder und dann ist er auch wieder auf einer ganz guten Range. Und das scheint Kinetikin hier auch predicted zu haben, geht auf einen Voltwechsel und das ist für ihn ein sehr, sehr solider Start. Heatran angedamaged, Bronzong sehr stark angedamaged. So kann es erstmal laufen. Und jetzt kommt hier Giesel her. Kuh rein. Ich weiß nicht, wofür Kuh steht. Kein Plan. Aber wir sehen schon mal, dass es die Überreste hat und sich damit also durchweg heilen soll. Heißer bleibt drin, geht auf Toxin und ich denke mal, Apoqualypt wird jetzt bereits den Bizarro-Raum rausholen, weshalb das vielleicht gar nicht so schlecht ist, von Lauris hier eine Runde auf Toxin zu drücken. Aber nein, es kommt kein Bizarro-Raum, sondern ein Siederwasser und das tut natürlich weh. Jetzt ist auch Heatran ziemlich stark angeschlagen. Und auch bei Heatran haben wir, glaube ich, das Item noch nicht gesehen. Könnte also auch hier eine 50%-Beere sein. Sowohl Bronzong als auch Heatran kurz davor, diese Beere triggern zu lassen. Und jetzt kommt Schutzschild. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil was, wenn jetzt der Bizarro-Raum kommt? Und er kommt. Das ist nicht optimal, würde ich mal sagen. Ich meine, klar, Heatran kann jetzt erstmal rauswechseln in irgendwas, was Giesel her ganz gut abwehren kann. Ha, aber, ja.
Andererseits kann auch Kinetikin wechseln, ne? Und das tut er. Giselher, Kuh geht raus, Zappelfil kommt rein. Was kommt auf Seiten von Lauris? Bleibt er drin? Geht er raus? Mal schauen. Er bleibt drin und geht für den Lavasturm. Das ist interessant, weil der wird gegen Zaplarang guten Schaden machen. Wird ja auch kontinuierlichen Schaden machen. Und Zaplarang war eben schneller zumindest als Bronzong, ne? Aber man wird nicht in den Beats, also man, ich denke, bin mir schon relativ sicher, dass Heatran hier langsamer sein wird. Und wir sehen den Ableiting. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, ne? Schutzschild kommt erstmal, das heißt kontinuierlicher Schaden bleibt erhalten. Und jetzt könnte es sein, dass das ein Walschal-Zaplarang ist oder so. Heatran bleibt erstaunlicherweise drin, wollte sich hier opfern scheinbar. Und Kinetikin hat eher mit einer Auswechslung gerechnet. Ich glaube, Lauris hat auch gar keine Elektroimmunität mit dabei. Ne? Das könnte so ein kleines Problemchen sein, dass schnelle Elektro-Pokémon und so immer Voltwechsel reinballern können. Das wäre nicht optimal. Voltwechsel reicht gegen Heatran auch aus, was sehr wichtig ist. Damit hat man das erste Pokémon schon mal down bekommen, auch wenn Zaplarang sehr angeschlagen ist. Aber grundsätzlich kann das eine Menge machen. So, Shirox ist reingekommen. Magirna war die Antwort darauf. Shirox geht wieder raus, wahrscheinlich einfach aus Angst so ein bisschen vor der HP Fire. Doch es ist keine HP Fire, die uns hier erwartet, sondern der Z-Kampf-Move. Und da ist Apokalypse ein genauso guter Wechsel rein, ja, wie in die HP, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Giselher kommt hier sehr gerne rein, holt sich seine Überreste. Gut, holt sich auch sein Gift ab. Bizarro-Raum könnte hier auch schon wieder enden, theoretisch. Ja, das heißt, man könnte den Bizarro-Raum auch nochmal hinterherholen. Magirna kann zwar auf Donnerblitz-Wolf-Wechsel gehen, aber ich denke nicht, dass das killen wird. Giselher ist da schon ganz gut tanky unterwegs, ja. Und kriegt hier den Bizarro-Raum auf jeden Fall nochmal raus. Und jetzt wird es wieder schwierig für Lauris, ne? Ein Pokémon hat er eben an den ersten Bizarro-Raum verloren. Wie viele Pokémon wird er jetzt verlieren? An den zweiten? Oder wird er es vielleicht sogar schaffen, ohne Opfer hier rauszukommen? Ich glaube, Giselher kann man sogar drin lassen und einfach auf ein Siedewasser gehen oder so, wenn man möchte. Deswegen kommt jetzt hier vielleicht auch die Auswechslung in Blue. Blue klingt nach Wasser. Ist Kapukime. Kann damit zumindest den Burn nicht bekommen. Würde auch generell ganz gut aussehen, denke ich mal. Vom Schaden und so, ne, weil es Siedewasser resistet, auch Spukball wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Und von daher damage man Kiemel nur so ein bisschen an. Ah, stirbt Giselher jetzt überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Durch die Überreste bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt in der zweiten Runde Damage nimmt oder in der dritten. In der dritten stirbt er, in der zweiten nicht. Ja, er stirbt noch nicht, okay. Ja, das ist optimal, weil du dadurch ein bisschen Spielraum verlierst. Aber er hat die Schlammwoge. Und das ist nicht schlecht, weil das macht zumindest ein bisschen Schaden. Jetzt auch nicht unfassbar viel, aber zumindest ein bisschen. Und damit steht es jetzt 5-5. Das heißt, nicht Lauris verliert ein Pokémon an den Bizarro-Raum, sondern erstmal verliert Kinetikin 1. Zwar nicht an den Bizarro-Raum, aber innerhalb dieses Zeitfensters, wenn man so möchte. Okay, Zappelfil kommt rein. Und Zappelfil kann jetzt eigentlich for free auf den Voltwechsel gehen. Weil ich glaube nicht, dass das Lauris irgendwas hatte. Ich glaube, er hat nicht mal eine Resistenz gegen Elektro, oder? Ding Dong kommt rein. Ist Ding Dong einfach Bronzong? Ja. Und das könnte jetzt der Moment sein. Säurespeier. Oh, okay. Interessant. Das hätte jetzt der Moment sein können, wo die 50%-Bäre getriggert wäre, ne? Weil Voltwechsel, bla 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 und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und jetzt ist aber, glaube ich, auch der Moment, wo Bronzong schneller gewesen wäre als Zaplarang durch den Bizarro-Raum. Deswegen geht Zaplarang hier auch raus, statt auf den Flammenwurf zu drücken, weil es eben schon auf einer solchen Range ist, wo es nicht viel machen kann. Bizarro-Raum ist jetzt wieder normal und Shirox könnte jetzt für einen Schwertanz gehen. Und es kommt wieder Blue rein. Aber steht Blue wirklich so richtig gut gerade gegen Shirox da? Wir sehen den Z-Move. Auch wieder Z-Kampf. Auch wieder ein Z-Kampf-Move, der so ziemlich ins Leere geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade der Moment gegen Bronzong war, weil aus welchem Grund sollte Bronzong jetzt gerade drin bleiben in Shirox? Was soll Bronzong großartig machen? Vielleicht eine Psy-Welle oder sowas in die Richtung? Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich den Kampfmove sehe. Vielleicht hat er einen anderen Switchen erwartet, das kann sehr gut sein. Und Kima anzudamagen ist sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, dass insgesamt so ein Schwertanz oder so geiler gewesen wäre, wenn er den gehabt hätte. Aber mal schauen. Vielleicht reicht der Patronenhieb auch aus, um Kima hier auszunocken. Ich würde eher sagen, nee, ne, und ist jetzt auch ein bisschen blöd, dass das Nebelfeld weg ist, weil falls Lauris Siedewasser spielen sollte, wäre das jetzt eine gute Option für ihn. Stattdessen wird hier scheinbar Zappelfil geopfert, der kommt hier rein. Hydropumpe hätte auch missen können. Hätte auch missen können. Dann hätte Zappelfil tatsächlich nochmal einen Voltwechsel raushauen können, wobei das auch risky gewesen wäre. Ich glaube, dann hätte ich auf den Flammenwurf gedrückt, einfach weil ich Bronzong erwartet hätte, was seine 50%-Bäre triggern lassen wollen würde. Aber müssen wir uns nicht drüber unterhalten, denn
die Hydropumpe betrifft ja schließlich. Jetzt kommt aber Azumarill rein. So, und Azumarill ist, denke ich, in einer guten Position, um jetzt Druck zu machen. Kime bleibt drin, drückt auf Abschlag, damit ist Walwand schon mal weg. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich Kinetikin so sehr gefallen wird. Der Aquadurchstoß wird dadurch auch nicht killen. Heißt, Kime kann sogar nochmal was machen, wenn es möchte. Ist die Frage, ob es irgendwas machen kann, ob es irgendwas hat, was jetzt hier irgendwie sonderlich was bringt. Scheinbar nicht, denn Kime geht raus und Ding Dong kommt rein. Und jetzt erwartet man, glaube ich, dass der Knuddler kommt. Aber Azumarill bleibt auf dem Aquadurchstoß und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ah, aber Ding Dong überlebt so oder so. Okay. Ja, ich war mir nicht sicher, ob das reichen würde. Mit Walwand safe, aber ohne Walwand scheinbar nicht. Glaube trotzdem, dass Azumarill theoretisch drin bleiben könnte in Bronzong. Weil es ist schneller und es soll, also es ist ziemlich sicher schneller, gehe ich mal davon aus. Und es sollte halt mit zwei Aqua-Durchstößen killen können. Andererseits war Shirox jetzt auch ein solider Play, ne? Weil Toxin abgefangen und man ist jetzt in der Position, wo man theoretisch Schwertanz fahren kann oder sich heilen kann oder. Und wir haben bei Magirna eben nicht die HP Fire gesehen, sondern den Z-Fokusstoß. Bedeutet, Fokusstoß ist vielleicht der beste Play, den Magirna hier drauf hat. Shirox geht trotzdem erstmal raus. Es wirkt ein bisschen passiv gerade, finde ich, von, das ist risky. In den Fokusstoß rein, der Fokusstoß misst, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, aber war trotzdem sehr risky. Okay, Ding Dong kommt, Ding Dong, hatte Ding Dong Schwebe? Vermutlich, ne, es hat die Feuerattacken jetzt nicht sonderlich gut abgewehrt. Und, ja, mal sehen, ob Boden oder Feuer kommt, je nachdem, wird Bronzong jetzt hier hart getroffen oder eben auch nicht. Mega Kamirupt in Shiny sieht so sick aus, ne. Es kommt der Feuersturm, der trifft auch, das sollte es mit Bronzong gewesen sein, es hat vorhin schon ordentlich Damage gefressen. Ja, das war's mit dem. Und Mega Kamerupt im Bizarro-Raum kann noch so freaking gefährlich werden. Weil auch Kime schon so hart angedamaged ist. Aber den musst du jetzt natürlich auch erstmal rausbekommen. So, was gibt es? Klavion wird dadurch sterben, Kime wird dadurch sterben. Er hat schon gute Möglichkeiten. Also ich glaube, Kinetikin hat sehr gute Möglichkeiten mit seinem Kamerupt hier richtig, richtig hart zu pressuren. Jetzt kommt erstmal Mr. Bunny rein, wahrscheinlich in die Wasserattacke, in die Hydropumpe. Die trifft ja auch und ich glaube, zwei Hydropumpen könnten sogar killen. Das macht gar nichts. Okay. Habe ich Kima ein bisschen überschätzt. Oder Azumarill unterschätzt, wie auch immer. Hatte ich gedacht, dass das ein bisschen mehr macht. Aber wahrscheinlich hat es KP in das Bild, ne? So, Kima geht jetzt hier erstmal auf eine Runde Naturzorn. Ich weiß nicht, ob Azumarill nochmal auf den Aqua-Durchstoß drückt. Ja, drückt es. Von daher, das wird Kime auch noch relativ problemlos überleben können. Na, wobei, problemlos nicht ganz, ne? Hat schon Schaden gemacht. Ja, und jetzt kann Azumarill safe auf den Aqua-Durchstoß drücken. Vielleicht kann Kime aber auch schon mit einer Mondgewalt töten oder so. Die Wasserdüse killt noch nicht. Nope. Ich glaube, da wäre Aqua-Durchstoß vielleicht der bessere Play gewesen. Wobei es egal ist, weil die nächste Wasserdüse killen sollte. Aber wenn man noch eine Switchen-Möglichkeit hat, dann könnte man jetzt sogar switchen, weil da die Wasserdüse kommt. Jetzt muss die Wasserdüse kommen. Und jetzt geht Blue auch raus tatsächlich. Und es kommt der Bunte rein. Ja, das ist Klavion. Was jetzt aber auch eine Wasserdüse abbekommt. Eine zweite kann es eigentlich auch nochmal hinterher bekommen. Das wäre solider Schaden dann. Der Bunt geht auf Reflektor. Ist auch schneller, weil Strolch Reflektor plus 1 Prio hat und Wasserdüse auch plus 1 Prio hat. Wasserdüse aber trotzdem der Play war, weil ansonsten Klavion halt schneller gewesen wäre und mit beispielsweise mit Aqua-Durchstoß hätte angreifen können. Mit Schmarotzer meine ich natürlich angreifen hätte können und dann wäre Azumarill down, deswegen hier die ganze Zeit auf Wasserdüsen zu drücken, ist schon nachvollziehbar. Der Schlüssel nutzt aber die Chance und geht jetzt hier auf die Stachler. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Wasserdüsen drücken würde, weil jetzt ballerst du es wieder in die 50% Range rein. Hat er aber scheinbar nicht, okay. Und er legt nochmal die dritte Stachlerlage. Und, 36, 72, 144, mehr als 144 hat er, ne? Ja, genau. Okay, und Mr. Bunny könnte, jetzt kommt nochmal das Lichtschild raus, aber der Reflektor ist zumindest... Ja, Lichtschild ist aber halt bitter. Das Lichtschild jetzt rauskommt, ist ziemlich bitter, weil Kamirupt jetzt natürlich nicht mehr in der allerbesten Position ist. So, das war's mit Klavion. Magirna ist noch da, aber auch der Reflektor. Und Sabayone. Sabayone wird zwei Wasserdüsen vermutlich tanken. Es sei denn, der Reflektor endet jetzt bald. Ich glaube, hier hätte Aqua-Durchstoß der Play sein müssen. Auf jeden Fall. Weil Bauchtrommel war klar. Oder war sehr, sehr wahrscheinlich. Und das durfte man hier nicht zulassen. Klar, Aqua-Durchstoß hätte das auch nicht verhindert.
Aber Aquadurchstoß plus Wasserdüse hätte killen können, glaube ich, oder? Wie viel macht die Wasserdüse? 90 haben wir. Ah, 25, ne? Aquadurchstoß ist etwas stärker als doppelt so stark, ne? Ja. Hätte vermutlich auch nicht gekillt. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er noch Möglichkeiten. Oder hätte er noch Möglichkeiten. Ja, er hat noch Chirox-Patronit. Okay, alles safe. Alles safe. Sabayone geht hier nicht durch. Aber Chirox bekommt eine Menge Hazard-Schaden. Das sollte es dann für Sabayone gewesen sein. Wenn es aus irgendeinem Grund überlebt, wäre das natürlich heftig. Es, wow. Es überlebt, was? Wie konnte das überleben? Holy shit. Ja, dann hat's gemeldet mit dem Aqua-Durchstoß tatsächlich. Aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet mit Chirox in der Hinterhand. Dann hat's tatsächlich... Ach, wegen dem Reflektor, na klar, wegen dem Reflektor. Aber war es dann gerade überhaupt der Play, in Chirox schon zu gehen? Hat er den Reflektor vergessen? Hat er gedacht, es reicht trotzdem? Eieieiei, jetzt geht's aber Juno wahrscheinlich einfach durch, oder? Eieieiei. Was war noch am Leben? Der Ascheregen stirbt halt auch einfach durch einen Ableitipp. Also selbst wenn es irgendwie aus irgendeinem Grund überleben sollte. Naja, ich meine, es ist bei 50% jetzt. Also da überlebt es definitiv nicht mehr. Also Küchlein wäre gestorben. Durch den Patronenhieb mit dem Dings. Magierna wäre, glaube ich, noch da gewesen. So auf 60% oder so. Und was wäre noch da gewesen? Kime noch mit den 12 Kaffee oder so? Ja, Chirox war halt hart angeschlagen durch die Hazards. Das heißt, ein Fokusstoß, wenn der getroffen hätte, hätte, glaube ich, Lauris so oder so gewonnen. Aber wenn der nicht getroffen hätte... Eieiei. Also theoretisch hätte er ja auch nicht mal auf den Patronenhieb gegen Magierna gehen müssen, sondern auf den Kraftkoloss plus Patronenhieb. Ich denke, das hätte gereicht. Also ich glaube, diese 6 KP, dieser Reflektor und das nicht auf Aqua-Durchstoß gehen, ich glaube, dass das echt viel ausgemacht haben könnte. Aber ich weiß halt nicht genau, auf welcher Range Magierna war und wie gut Chirox gegen Magierna ankommt und ob Magierna wirklich nur den Fokusstoß hatte und so weiter und so fort. Hätte man ansonsten noch so ein bisschen rumspielen können? Man hätte auch so vielleicht noch ein bisschen rumspielen können, indem man auf Kamerupt gegangen wäre und dann wäre... Ja gut, dann wäre... Nee, warte mal, was hat er mit Ableitieb rausgenommen? Welches Mon hat er... Chirox hat er mit Ableitieb rausgenommen, ne? Ja, ist aber auch schwierig, Chirox dann da reinzuwerfen. Also ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht ein Play gewesen wäre, Chirox reinzuholen, wie er es gemacht hat. Und dann kam ja der Ableitieb. Kennt man ja von Sabayone, dass das gerne Ableitieb spielt und Rückkehr und Knuddler und sowas, das macht ja keinen Sinn. Das heißt, Chirox dann wieder rauszieht, in Necrozma gehen und so eine Runde vom Reflektor... rumbekommen, weil halt der Ableitieb kommt. Und ich denke, Necrozma hätte einen Ableitieb auf Fluss 6, den Resisted von einem Sabayone schon überlebt. Wobei die Hazards natürlich schon sehr stark waren, aber man hätte es probieren können, wenn Chirox dann nochmal reingekommen wäre in die Hazards, weil wie gesagt, 3 Stachlerlagen plus Tarnscheine, die ballern schon rein. Und dann wäre Chirox, dann wäre der Reflektor vielleicht vorbei gewesen dann. Chirox wäre auf Patronenhieb gegangen. Und dann wäre entweder Kime gestorben oder Sabayone. Und dann wären noch Magierna und Sabayone übrig geblieben, je nachdem. Ne? Wahrscheinlich hätte, ich denke mal, Lauris hätte Kime geopfert. Damit er Sabayone noch in der Hinterhand hat und so weiter und so fort, weil Chirox irgendwie nicht mehr so viel macht. Aber andererseits, wenn Chirox dann auf Ruhrort gegangen wäre, also vielleicht hätte er auch Sabayone sterben lassen, wäre dann down gewesen. Gegen Magierna kriegst du ein... Ja, wahrscheinlich hätte der Kime leben lassen, dass er das für Kamerupta noch hätte. Also ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz komplex. Da hätte noch viel passieren können, potenziell. Ja, und so haben die 6 KP oder was auch immer das waren, hier tatsächlich darüber entschieden, ob Shiro, also möglicherweise unter anderem, darüber entschieden, ob Shiro zum Champ kommt oder ob es das für ihn im AB3 gewesen war. GG auf jeden Fall, war ein sehr, sehr schönes Battle, ein sehr, sehr schöner Run. Schöne, spannende Kämpfe dabei gewesen und von daher... GG, 3 Abzeichen zu holen in der Top 4, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und vielen, vielen Dank an dich, Shiro, fürs Mitmachen.
Und ja, das war's mit diesem Run und das war's dann auch mit dem Zeug, was wir von Kinetiken gesehen haben. Aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere Herausforderer, die wir uns angucken können. Und einen dieser Kämpfe, den gucken wir uns jetzt an. Und einer, der noch ganz am Anfang steht, das ist Felix. Einen Orden hat er sich bisher geholt und jetzt soll gegen René der zweite folgen. Wir sind also wieder aus dem Top 4 Run rein in die Arena-Phase gegangen. Und ja, sind jetzt hier Somnivora, Mew, Noctu, Gardevoir, Raichu und Abra gegen Voltenso, Alola Slimog, Impregnator, Latinectu, Aeroptrix und zu guter Letzt dann noch ein Fostelka. Gerade Slimog wird natürlich sehr gefährlich werden, logisch. Auch Latinectu darf man nicht unterschätzen, dürfte bestimmt auch schon einen mächtigen Spezialangriff haben, dafür, dass es nur die erste Entwicklungsstufe ist. Beziehungsweise zweite Entwicklungsstufe, erste Entwicklung, so ist es glaube ich korrekt, oder? Korrigiert mich da sehr gerne. Und ja, auch Impregnator natürlich nicht zu unterschätzen, ne? Ein Drachentanz, dann Knirscher, bam 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 und Aquadurchstoß, dies, das, jenes. Kann sehr, sehr gefährlich werden für René. Ich würde sagen, wir springen rein in den Kampf, gucken uns das Ganze an, schauen mal, ob René seinen Orden hier verteidigen kann oder ob Felix seinen zweiten erbeuten kann. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, in welche Richtung das hier gehen wird. Zu Lauris eben nochmal, dritter Sieg in Folge, ne? 3 von 3 Matches in der Top 4 gewonnen und dreimal damit den Run beendet. Also, holy shit. Quasi Kinetiken im Alleingang rausgehauen. Not bad, not bad. So, jetzt sind wir aber Hashida versus Voltenso, versus Mega Voltenso. War natürlich zu erwarten, was, denke ich, einfach mit einem Voltwechsel rausgeht. Damit bekommt Somnivora schon mal sehr guten Schaden und man kann direkt auch quasi das Mon hinterher schicken, was dann, ja, nachsetzen kann, ne? So, Voltwechsel kommt. Wie viel macht das? Ich denke mal so, ja, so in etwa hatte ich erwartet, aber es ist ein Crit. Okay, da bin ich ehrlich. Ich hatte so viel Schaden ungefähr erwartet ohne Crit. Also ein bisschen so 10 KP weniger, aber ungefähr so in die Richtung. Ja, und da kommt jetzt Gedankengut, was gegen Slimog natürlich nicht optimal ist. Man kann das jetzt mit der Staffette weiterpassen, wenn man das möchte. Durch die Überreste ist man ja auch wieder bei okayen KP, könnte also, man könnte aber auch nochmal auf eine Barriere gehen, oder, gegen Slimog? Aber Slimog ist schneller. Ja, und das war's mit Hashida, von daher perfekter Start für den Gegner, perfekter Start für Felix, der hier Somnivora schon mal rausnimmt. Und Somnivora ist immer ein gefährliches Pokémon gewesen, weil das dadurch verschiedene Pokémon in Position gebracht hat. Es kommt Raichu rein. Interessant. Interessant. Das hätte Slimog never töten können. Niemals. Niemals. Ja, und stattdessen kriegt jetzt Voltenso hier den Bedroher, den Bedroher raus und den Stromstoß ab. Und der macht nicht sonderlich viel Schaden. War halt nicht, ist halt nicht perfekt aufgegangen. Ist aber, glaube ich, mittlerweile auch eine Phase, wo jeder schon Renés Teams und Sets kennt. Und dadurch natürlich auch mit den Überraschungen, die in den Sets stecken, rechnen kann. Wow. Die KP, die ging ziemlich schnell runter. Das war es leider mit Abra, Mano. Aber war zu erwarten, dass Abra das nicht überleben würde. Ich glaube auch echt, dass Focus Code auf Abra besser wäre, als was auch immer René da gerade drauf spielt. Fände ich, glaube ich, besser. Weil es dann auch einfach mal einen Hit überleben könnte. So. Mew geht jetzt hier auf die Kehrtwende gegen Eisennuss. Eisennuss, trägt es einen Beulenhelm, trägt es keinen, es scheint keinen zu tragen. Von daher kann René darauf erstmal reagieren und bringt Marquise rein. Sein gutes altes Noctu, was man ja schon kennt. Es kann zum einen jetzt eine Hitzewelle rausfeuern, kann aber theoretisch auch einfach auf seinen normalen Move gehen, weil es ja auch wieder die Aufwertung hat und damit neutral treffen würde. Marquise geht aber stattdessen auf den Magiemantel und möchte die Tarnsteine, die geworfen werden, zurücklegen. Die kommen aber nicht, sondern der Voltwechsel. Bis hierhin läuft es also für René nicht wirklich optimal. Das, was er versucht, geht nicht wirklich auf. Somnivora umsonst gewesen. Abra musste dann reingeworfen werden und geopfert werden. Noctus Magiemantel ging ins Leere. Jetzt kommt da Aeroptrix und kann Noctu hart unter Druck setzen. Aber hier hat sich zumindest mal ausgezahlt, denn René bleibt drin und bekommt nur die Kehrtwende. Also so ein Kopfstoß oder so, ja, das hätte schon etwas wehgetan. Stattdessen geht René jetzt auf den Normalmove und das Ding hat zwar Aufwertungen, womit Resistenzen aufgewertet werden zu normalen Moves, aber ja, leider nicht die Rauflust, um Geister-Pokémon zu treffen. Deswegen auch hier ein guter Switch von Felix. Es kommt wieder der Magiemantel, man erwartet jetzt wieder, dass etwas kommt. Es kommt aber nur der Feuersturm. Also, es kommt der Feuersturm, nur ist es halt in dem Fall eigentlich nicht. Und damit geht der Magiemantel wieder ins Leere.
Vielleicht, ich weiß nicht, was er erwartet hat, Trickbetrug oder sowas in die Richtung vielleicht. Ich weiß nicht, ob das zurückgeworfen wird. Wenn ja, dann würde man ja trotzdem die Items tauschen. Keine Ahnung, was René erwartet hat. Aber Latinecto bekommt jetzt hier erstmal eine Runde Gedankengut raus. Und das kann eventuell jetzt ein klein bisschen problematisch werden, ne? Weil, ich weiß nicht, ob er noch physische Monster hat. Er hat noch Mayuri. Ja, hart reinzuwechseln ist schwierig. Weil es hätte ein Geistmove auf plus 1 kommen können. Es hätte ein Irrlicht kommen können, wie wir jetzt hier sehen. Ne, es hätte der Feuersturm kommen können. Es hätte alles super wehgetan. Und jetzt hier ein geburntes Mayuri zu haben, ist suboptimal. Wir sehen zwar den Abschlag, womit der Evolite dann schon mal weg ist. Aber grundsätzlich muss der Westminster hier nicht sonderlich viel Angst haben. Raichu fällt. Und damit hat Latinecto hier schon mal einen sehr guten Job gemacht. Es kommt jetzt Mew rein, aber auch Mew wird nicht viel machen können, glaube ich. Auch wenn der Evolite jetzt... Jawohl, stimmt. Stimmt, Mew war physisch, ne, mit Erdbeben. Ja, das könnte killen. Das könnte sehr sicher killen. Aber auch nur sehr sicher. Nicht hundertprozentig. Und es kommt nochmal der Feuersturm. Scheint also tatsächlich kein Geistmove drauf zu sein oder so. Irrlicht, Gedankengut, Feuersturm. Das war es, glaube ich, bisher. Jetzt kommt der Switch-Out in Lanyu. Ist das etwas Fliegendes? Ja, Aerobterix kommt hier rein in das Erdbeben. Von daher bringt man das in Position, ohne Latinecto zu verlieren. Und das ist sehr wichtig, deshalb, weil man dann nochmal etwas hat, was man in verschiedene andere Moves werfen kann. Ja, und ich denke, Aerobterix geht jetzt hier einfach straight für die Kehrtwende. Genau. Hätte natürlich auch für die Gesteinsattacke gehen können, aber wenn die misst, wäre das ein bisschen ungünstig gegen Mew. Deswegen kann man hier auch einfach safe bleiben, Kehrtwende drücken, hätte Mew rausgenommen. Kann man auch auf die Switches reagieren. War schon insgesamt eine gute Option. Und bringt jetzt hier Voltenso rein. Ja, und jetzt hast du ein riesiges Problem. Also als René hast du jetzt ein riesiges Problem, denn das eine drückt jetzt auf den Voltwechsel, kann damit auf die Switches reagieren. Der andere drückt auf die Kehrtwende, kann damit reagieren. Noctu überlebt. Okay. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also Voltwechsel vielleicht gerade so noch, wenn ich drüber nachdenke. Aber ein Donnerblitz, not bad. Und es kann mit dem Hyperstrahl Mega Voltenso rausnehmen. Das ist sehr wichtig. Aber es steht 3 zu 5 gerade, ne? Ich meine, Latinecto ist sehr hart angeschlagen und so, aber es kommt jetzt Impegato rein und das könnte jetzt auch schon over sein, weil das ist genau der Moment, den Impegato halt gebraucht hat. Setup for free, Impegato tankt meistens auch einen Hit von irgendwem nochmal und ist jetzt schneller wahrscheinlich als alles, ne? Noctu ist quasi tot, Mew ist quasi tot und dann weiß ich nicht, was das letzte Pokémon ist, aber ich glaube, dass da Impegato mit Aquadurchstoß, / Knirscher auch ganz gut was machen kann. Mew könnte nochmal schneller sein mit dem Walschall. Aber da kommt die Wasserdüse auf plus 1. Killt die? Nope, die killt nicht. Die killt nicht. Ja, wenn die Steinkante der beste Move ist, dann wird es aber auch sehr, sehr schwierig. Von daher kommt die nächste Wasserdüse und dann ist auch Mew erledigt. Und ja, was ist das letzte? Mega Gardevoir, oder? Mega Gardevoir. Ja. Kann das eine Kaskade überleben? Ich würde mal behaupten, nein. Aber wer weiß, wer weiß. Ja, wobei Kaskade mit Lebenorb. Der Aquadurchstoß ist es sogar, ne? Ja, nee. Sehe ich eigentlich nicht, dass Mega Guard Ball das packen kann. Wenn es defensiv wäre, vielleicht, aber ist es ja komplett offensiv, wie wir an den KP sehen. Und von daher, ja, war es das mit Rukaku. Und damit war es das auch mit René. Und Felix gewinnt hier relativ problemlos. Vieles, was René versucht hat, hat letztlich nicht so ganz geklappt. Und man muss auch sagen, dass dieses Team, die einzelnen Sets, die kenne sogar ich mittlerweile. Und das sagt schon einiges aus. Und das ist das größte Problem, ne? Dass die Gegner einfach wissen, was auf sie zukommt. Wenn sie das AB verfolgen, wenn sie ein halbwegs gutes Gedächtnis haben, dann wissen sie, okay, Abra hat keinen Fokusgurt, das Raichu ist physisch, das Mega Gardevoir ist ein Mega Gardevoir, das Noctu hat seit Hyperstrahl und Aufwertung und Ruheort und Hitzewelle und so. Mew ist Walschall mit Steinkante, Erdbeben, Kehrtwende, glaube ich. Und Somnivora setzt sich halt immer auf und will das dann mit Staffette weiterpassen. So, und wenn du das weißt, dann weißt du auch genau, wie du dagegen spielen musst. Und dann wird es sehr, sehr schwierig sein für René, hier noch einen Sieg rauszuholen, wenn er nicht nochmal was an seinem Team umstellt. Vielleicht alte Pokémon reinholt, die man schon länger nicht mehr gesehen hat oder so. So sein allererstes Team irgendwie in die Richtung. Dann könnte das vielleicht was werden, aber wird schwierig sein. Gut, Leute. Dann erstmal Glückwunsch an Felix zum Gewinn seines zweiten Ordens. Herzlichen Glückwunsch zum Schicksalsorden. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da.
appreciated auf jeden Fall mal die Leistung von Lauris, der hier dreimal die Top 4 gerettet hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Kämpfchen. Bis dahin und tschüss.